Willkommen auf meinem Kanal hier zu neuen Testvideo des Bullis VW 1972 mit Flutlicht und es geht natürlich dann auch gleich los. So, hier sind wir in Shop angekommen, sehen wir unser hier, unser T2, Sachsen Modding Team hier, wie wir sehen, hat eine eigene Kategorie. Und wir sehen hier unser Lichtmaßkamera, da kostet 117.495 Euro, 57 km/h, also schnell, 50 Liter Tankvolumen, 30 PS, entsprechend 22 kW und 20 Euro Unterhalt. So, dann schauen wir mal hier und den kann man hier optimieren. Wie wir hier sehen, hier hast du Farbwahl. Ich nehme ihn in schönen, geilen Orange für 1000 Euro. Und die zweite Farbe hier ein Weiß, weil Orange und Weiß, das kommt irgendwie schön rüber. Dann haben wir hier noch Rundumleuchte für 125 Euro. Extra nochmal. Da wird ein bisschen teurer unser. Und wir kaufen das gute Stück. Und wir sehen es jetzt hier. Es kommt doch echt hammermäßig rüber schon hier mit den Orange und natürlich mit den Weiß, die Stoßfänger und die Dachhaube. Und Umleuchter hat er auch, wie man sehen. Dann sehen wir hier ganz gut gemacht hier die Antenne. Erinnert mich so daran, dass ich bei meinem Papa über die Scheibe gerutscht bin und dann die Antenne abgebrochen habe. Da ist rotiert, muss ich euch sagen. So, naja, das war jetzt mal eine Sache. Dann sehen wir hier, also die Texturen waren nicht so schön auf der Richtung, aber der Bus selber ist sehr schön gemacht, muss man wirklich sagen. Dann hat hier hinten eine Kupplung, da müssten wir uns jetzt nochmal in den Shop reinbegeben und mal schauen, den da hier mal nehmen und schauen, ob diese Kupplung funktioniert. Ich weiß es jetzt leider nicht, also wir müssen den mal hier mal so testen. Aber jetzt als nächstes, wir haben jetzt hier, das hat also Nummernzulassung. Dann nehmen wir hier. Mal schauen, dass wir es richtig so rumgehen. Also es ist ja wir machen einfach ein S und dann ein L hin. SL. Ja, wo ist es? Da müssen wir so rum. Also. Ja. L. Z. Für, und dann machen wir hier noch, also machen wir hier Thüringen rein. So, das war, also SSZ gab es damals. Jetzt ist es wieder K für Wartburgkreis. Und dann hören wir uns jetzt mal diesen geilen Sound an, was der hat. Ist der nicht hammermäßig? Mir gefällt er. Da hat was. So. Kommt echt gut rüber und wenn man hier schaut, schaut hier die Abgase. Jetzt hat der hier der Laden noch zu. Ups, muss ich mal, Bremslicht geht auch. Die Reifenspuren sind ein bisschen breiter bei dem Modell. Dann gehen wir jetzt mal so hin und hängen mal den Hänger an. Mal schauen, ob die Kupplung gut auch passt. Ja, das ist ja auch ein Testvideo, muss ich auch noch dazu sagen. Vielleicht kommt er ja zum Download. Müssen wir mal schauen. Okay, also der Attacher, der wird ein bisschen tiefer, wie wir sehen. Schöne Auspuffanlage hat er. Da hängen wir ihn gleich ab. Also, der wird ein bisschen tiefer. Es ist ein Testvideo. Bremslicht. Das normale Licht haben wir jetzt mal an, wie wir sehen. Die Lampen stehen auch noch ein bisschen vor. Das hat sicherlich noch gemacht.
Dann haben wir hier nur mit 8 hinten. Da müssen wir mal aussteigen und mal richtig schauen gehen, also ob da sich auch was dreht. Nein, da ist leider nichts animiert, aber wie man hier so sieht, hier die Batterie, Zündverteiler und alles, das sieht echt super aus, super gemacht. Dann haben wir mit 7 hier die Fahrertür. Die Spiegel funktionieren auch, wie man sehen gerade. Dann haben wir hier die Beifahrertür mit Nummer 9. Klappen wir mal ein alles. Dann haben wir hier, also mit X fahren die Haxen aus und dann richtet sich dann auch dann der Massasan. Sieht man hier hinten, er zittert ein bisschen durch die Vibration der Elektraulikpumpe. Dann gehen wir jetzt mal kurz in die Innenansicht rein. Dann sehen wir hier Tacho. Die Spiegel, dass die ja auch funktionieren, aber leider kann es die nicht einstellen. So, dann gehen wir nochmal raus. Dann sehen wir jetzt hier oben das sehen wir die Kamera. Dann kannst du hier mit der Kamera hier schauen. Muss mal schauen. Also die kann es auch irgendwie neigen. Jetzt haben wir nochmal schauen, wie jetzt genau. Also so geht es jetzt normal. Dann kann man nochmal wählen. Haben wir die zweite Kameraansicht, komischerweise. Dann sehen wir jetzt hier und da. Also haben wir hier die Kamera hier oben. Dann mit Nummer 5 kannst du den Scheinwerfer einschalten. Dann siehst du hier oben, dass sich die Kamera noch dreht. Dann kannst du den Scheinwerfer auch verwenden, hier mit der rechten Maus kannst du den Scheinwerfer so drehen. Aber leider kannst du ihn nicht neigen, so her wie ich jetzt gesehen habe. Kannst ihn also so drehen hier. Wenn du zum Beispiel Forstarbeit oder sowas machst, oder du machst einen Film als für die Beleuchtung. Dann haben wir hier die Rundumleuchte noch. Die Hupe, also nicht so eine Standardhupe. Dann steigen wir mal aus. Wir wollen ja auch noch gleich sehen, wie das hier zur Geltung kommt, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Ja, die Nachfrage interessiert mich jetzt denn nicht. Dann sehen wir jetzt, wie gut hier das alles hier funktioniert. Geht auch gleich schon der Laden wieder zu. Die sind aber faul. Nur nicht mal offen gehabt, richtig. So. Dann gehen wir wieder in die Innensicht rein. Klappen das ganze Teil mal zusammen. Gehen wir wieder in die Außenansicht. Fährt das Teil jetzt mal runter. Und schalten auch mal gleich das Licht aus, weil wir brauchen ja keine Landelichter machen. Wir fahren jetzt auch schön die Stützen ein, wie wir sehen. So, dann fahren wir mit unserem Bulli mal. So her. Sehen wir hier Nummerntafelbeleuchtung hat er auch. Oh, das Ganze mal so her gemacht. Und wir gehen jetzt nochmal in die Innensicht rein. Dann sehen wir hier, Tacho funktioniert genauso. Und wir müssen mal den Rückwärtsgang reinmachen. Dann sehen wir sogar für die Blinker das Ganze. Und schauen wir auch mal gleich hier, hat er aber noch. Nein, wir hatten sonst keine Kontrolllampen. Ist auch sonst nichts animiert. Aber wie gesagt, Spiegel sind animiert, aber leider nicht eingestellt. Muss man jetzt mit der ganzen Kameraoptionen mal durchgehen. So, dann fahren wir mal hier hinten mal entlang, weil vorne haben sie es eingesperrt. Wir haben hier 56 km/h. Ups, das war die Seiten. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Geben wir wieder Gas. Ich wollte ja eigentlich hier drüber fahren. Dann sehen wir hier die Federung. Also da ist nicht jetzt hier wie ein Red oder so. Passt ganz gut. Oh, die Bahn ist auch ganz schön fleißig. Ah, da haben sie es doch auch zugemacht. Also sind wir doch eingesperrt. Dann also macht 56 km/h und rückwärts müssen wir auch mal schauen. Rückwärts 18 km/h. Wie wir sehen, Rückfahrlicht funktioniert auch. Bremslicht. Blinker. Funktioniert.
So, jetzt im Dunkeln fällt es fast gar nicht auf, nur wenn man so seitlich schaut, dass die Lichter vorne ein bisschen vorstehen. Gleich wie bei den Flutscheinwerfer. Ja, wenn dir dieses Testvideo gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.